Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Wir gucken heute mal, wie wir weitermachen. Ach ja, wir hatten ja hier die Expedition losgeschickt. Die ist da noch unterwegs. Dann wollen wir noch hier vielleicht, entweder tun wir den noch fotografieren, den Nasuceratops. Wenn er schläft, können wir ja mal versuchen. Der Ranger war hier. Aber die sind gerade alle wohl unterwegs. Anscheinend. Sehen aber auch schön aus, die Tiere. Findet ihr nicht? F-Taste. Da haben wir natürlich auch nochmal zwei. Die sozialisieren sich gerade. Denen geht's auch noch gut. Hat sogar einen Kampf gewonnen. Was macht der? Der ruht sich denn immer aus? Streift umher, okay. Sieht eher so aus, als ob er sich ausruht. Unsere Sochonimosse sind natürlich auch noch zufrieden. Könnte man vielleicht noch einen ausbrüten? Könnte man die Attraktivität des Geheges vielleicht noch mal um einen erhöhen? Aber können dann gleich mal die Zeit ein bisschen schneller machen. 3% verbessert, das ist doch gut. Haben die denn noch genügend Essen? Die Ranger. Ja, die haben erst die Hälfte verbraucht, aber wir können auch gleich mal eben hier Treibstoff gleich mal auffüllen. Genauso wie hier. Gehört ja alles dazu. So. Sieht's hier aus? Selbst die sind überfüllt mit Gästen, also da bräuchte ich glaube ich die Großen hier hinten. Bestimmt hat irgendjemand das halt vorher schon gesehen, dass das nicht ausreichen wird. Naja. Dann haben wir hier wieder eine Verärgerte. Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich die Zoo immer noch behalten habe. Die bringt eigentlich nicht viel mehr. So ein Allround-Talent, aber ich bin am Überlegen, sie zu kündigen. Also, ich wollte die eine hinlegen. Genau. Mach das mal. Ja, hier, er ist halt extrem teurer geworden. Berdo. Warte nur. Entweder auf ein neues, was wir machen können. Eine Forschung. Wir wollten in die Fossilien. Die haben uns Geld mitgebracht. Aber ein bisschen haben wir ja zum Holen. So. Beim Schlaf bekommen, ist halt jetzt die Frage, kriege ich mal einen zu Gesicht, der was gerade schläft? Ich denke aber eher weniger. Ich finde die Aufgabe auch nicht so der Hit. Klar ist das einfach.
Irgendwie auch nicht. Wir wollen mal noch ein Team losschicken, dass sie sich gleich nochmal welche holen. Wobei, reicht glaube ich, wenn wir die alleine schon machen. Dann haben wir die 60% Marke. Mehr brauchen wir ja auch erstmal nicht. Ja, wo hatten wir... Hatten wir nur noch den einen hier? Okay, dann müssen wir doch nochmal einen losschicken. Was anderes bleibt uns da nicht. Dafür ist sie vielleicht noch gut. Wenn die verärgert ist, verkaufe ich sie. Dann schicken wir mal gleich ein Expeditionsteam los. Die sollen uns gleich nochmal welche holen. Weil ausreichen wird das ja nicht. Erhöhen wir sogar nochmal um 2, dann wäre es halt schneller, oder lassen wir es? Wir lassen es. Wir gehen einfach so rein. Allein um Wissenschaftlerkosten vielleicht zu sparen. Ja, Menschen kommen hier ziemlich gut rein. Also geht gut voran hier. Es ist halt auch nur noch 1,5 Sterne bis zu den 5. Das wird wohl in den nächsten Folgen soweit sein, dass wir hier dann mit abgeschlossen haben, mit der Map. Entweder bauen wir denen noch ein eigenes Gehege, was wir machen könnten. Überlege halt gerade nur wo. Könnten wir entweder hier hinter so. Weiß gar nicht, kann man hier? Sonst müssen wir... Gehen wir auf der anderen Seite, machen wir das hier. Dann können wir hier nochmal eine Beobachtungstribüne machen, die was unterirdisch ist. Ist aber auch ein schönes Tier. Dann, dass sie sich beschweren. Ich will jetzt nicht noch die Großen erforschen. Ich glaube, man kann sich das so denken, dass es halt... eher kontraproduktiv gerade ist. Es bringt mich halt voran, aber es reicht halt bei langem nicht. Ja, guck, dann können wir den ja mal ersetzen, den Auftrag. Ich würde das nächste Ziel niemand anderem anvertrauen. Naja. Vielleicht Owen Grady. Dann aber auch nur unter Aufsicht. Aber du solltest das auch allein schaffen. Ja, erhöhe die Anzahl der Saurier im Park oder sorge für gesunde Tiere. Beides ist cool. Weil hier kriegen wir am meisten Geld. Und wenn der Sturm kommt, brauchen wir das Geld. Oh, 40. 10 Saurier. Und zu 10 sogar. Das haben die sich aber gut überlegt, hoffe ich. Wenn ich davon noch 10 mache. Naja, werden wir wieder welche verkaufen am Ende. Hier, Davis. Das geht ja auch schnell, die herzustellen. Guck, der wusste schon, dass halt gleich neue dazukommen. Produkt muss eingesammelt werden. Genau das wünscht man sich doch, dass nur so wenige rauskommen. Ne, wir nehmen hier billigeren Brutvorgang. So, dann lassen wir hier nochmal den Davis. In der Luft. Machen wir doch gleich mal ein paar Pferde. So. Natürlich. Billigere Brutvorgang. So, die können wir ja freilassen.
Nee, da einfach rein. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Wobei es ist ja eigentlich gedacht, dass man ja nur es schaffen soll, auf 40 zu kommen. Also ich könnte auch die nächsten 8 hier einfach reinwerfen ins Fleischfressergehege. Solange die überleben, bis dort Ende des der Aufgabe, ist alles okay. Dann können wir mal hier gleich die Fossilien mal angucken. Was haben sie uns mitgebracht? 2 Stück. Immerhin. 3 sogar. Kam ich nur auf 2. Den habe ich ganz übersehen. Dann machen wir die doch auch gleich mal. Billige Synthese macht halt keinen Sinn. Ich habe aber leider nichts, um das halt noch günstiger zu machen. Naja, wollen wir einfach das so hinnehmen. So. Zustellung abgeschlossen. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Ja, bald ist das Gehege einfach überfüllt mit den Tieren. Wir sind jetzt hier schon bei über 18 Tieren. Zufriedenheit von Transport hat begonnen. Bene. Geht noch. Die können sich da noch ein paar mit reinsetzen. Ist natürlich jetzt nicht so gewollt, dass man so viele auf einen Haufen wirft. Aber wir holen uns welche. Es ist natürlich eine Synthese. Die habe ich jetzt gerade in den anderen Streifen. Naja, dann arbeitet halt hier Davis da dran. Anfangs hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt, Davis ist teuer. Bestätige Produkt. Na, guck mal, 4 Scheue noch dazu. So, dann hier billiger Brutvorgang. Zustellung. Wie viel brauchen wir denn noch? Gleich 5. Produkt wurde transportiert. Also ein noch. Dann holen wir uns doch auch noch ein. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Einen holen wir uns noch. Das geht auf jeden Fall klar. Wir können ihn auch jetzt mittlerweile. Aber dauert halt ein bisschen länger, als hier die Kleinen da auszubrüten. Die sind am schnellsten gemacht. Wenn ich hier jetzt den nehme, würde ich aber auch mal eben schnell das Genom schon mal verändern. Nicht, dass ich das irgendwann mal vergesse, wenn ich den mache. Langlebigkeit. Vielleicht noch ein Punkt hier auf Belastbarkeit. Wäre gar nicht so schlecht. Vielleicht den kleinen Hunger auch noch mit raus. Ist er halt nur noch intolerant. Er mag dann halt andere Spezies nicht. Aber das ist mir ja eigentlich egal, weil der wird eh nicht mit irgendeiner anderen Art zusammengehalten. Wir holen uns noch einmal den. Da brüten wir dann aber auch diesmal nur einen aus. Jetzt gleich das andere hier fertig ist, mit dem rausholen. Werden wir natürlich. Guck mal.
Ne, wir nehmen den hier. Langlebigkeit belastbar. Sozial unbelastbar, okay. Aber nehmen wir Langlebigkeit unbelastbar. Nein, wir wollen billigeren Brutvorgang. Produkttransport im Gange. Produkt unterwegs. Fehlt jetzt eigentlich nur noch einer. Produkttransport beendet. Einziger Nachteil hierbei. Bei der Pflege dieser Tiere geht es nicht nur um die Saurier. Es geht auch darum, wie wir uns entwickeln, jetzt da sie zurück sind. Okay. In Wahrheit lernen wir nicht nur etwas über sie, sondern auch etwas über uns selbst. Das Ziel, das du gerade abgeschlossen hast, trägt zu unserem Verständnis bei. Und das kann nur gut sein. Danke. Ja, ich dachte, das Blätterboden fehlt, aber... Anscheinend denn doch nicht. Ich habe Ihnen die Infos zum aktuellen Ziel geschickt. Weinen Sie etwa? Tränen der Freude, weil ich Sie dafür ausgewählt habe. Nimm mir das mit den Tickets. Wir sind in der Paleo-Branche. Die Leute wollen aber nichts von dem wirtschaftlichen Aspekt hören, der für uns so wichtig ist. So viel zum Thema Überleben der am besten Angepassten. Ja. Dann gucken wir doch mal, wie sich das hier entwickelt. Die müssen sich auch noch ein bisschen umgucken. Zur Not, wenn es ihnen nicht so gut geht. Die haben diese Ecke dann nicht erkundet und dadurch hat er das nicht fertig. Okay. Ja, jetzt haben wir die umsonst gemacht. Naja. Aber wir können ja den einmal jetzt machen. So, billigere Synthese wollen wir. Lassen wir ihn doch auch einmal machen. Sieht aber aus, das Gewurstel da. Man könnte ja noch mal ein bisschen am Blätterboden feilen. Habe ich kein Problem mit. Alleine beide essen Blätterboden. Müssen wir nur noch einen von den neueren, das wäre der hier. Immer noch ein paar Prozente zu wenig Blätterboden. Vielleicht gefällt es denen ja so mehr. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht sehr viel weit weggenommen. Aber ist nicht so schlimm, was ich da weggenommen habe. So, das war der. Kleinen Tinken mehr Wasser noch und dann sind die auch zufrieden. Das sollte schon gereicht haben. Nein, hat es noch nicht. Aber Wasser ist ja eigentlich wichtig bei den Tieren. 8% Wasser. Ist jetzt nicht so wenig, dass sie verdursten würden, aber trotzdem. Da läuft gerade die Statusprüfung ab. Passt. Jetzt haben sie genügend Wasser. Die können wir doch auch so lassen. Dann haben wir auch Altersschwäche wieder. Man könnte man ja auch hier gucken. Von Alter, ein Alter von 4 ist er gestorben. Okay. Ach nee, Quatsch. Hat den anderen angeguckt. Ja, beim nächsten Mal gucken wir mal drauf, was sie da dann hatten. Nö, Ticketverkauf will ich jetzt nicht so wechseln. Wir haben hier gleich ja ein neues Tierchen.
Zwei Stück ohne Merkmale. Ich weiß nicht, ob man die gut zusammenhalten kann. Wenn das Gehege gut groß genug ist, ja. Ich lasse es doch lieber bei einem erstmal. Ja, einmal kann Davis noch und dann muss er auch wieder sich hinlegen. In der Zeit, wo die das machen, können wir uns ja schon mal drum kümmern über ein Gehege. Um ein Gehege. Wollen wir das jetzt hier hinter machen? Oder wollen wir das... Wir können mal gucken, wo wir dann bauen könnten. Hier grenzt es schon ab. Wäre hier hinten nur noch ein Bereich, aber ich wollte in den vorderen Bereich jetzt bleiben. Und sich halt nicht nochmal irgendwie am Bereich was zu ändern. Wir können das ja hier hinter anfangen. Dann geht auch die Schwebebahn da gleich einmal durch. So. Das klappt natürlich nicht. Ja, toter Saurier, da kann ich jetzt nichts machen. Da haben wir. Mit 61 gestorben. Gut. Ist halt so, ne? Kann man nichts machen. Oh. Was haben wir hier? 91 ist er geworden. Das ist doch was Schönes. Produkt wird eingesammelt. Ja, mein Kleiner, der frisst seinen Kollegen. Aber einer ist ja noch mit im Gehege. Glaube ich, ja. Aber wir machen gleich noch einen weiteren. Was mache ich da denn? Mit. Das wäre ein Ei. Komm, hier sitzt ihn da rein. Ist ja egal, ob der da ist oder nicht. Aber wir wollen jetzt hier mal eben an den Gehege bauen, Klammer. Das war auf jeden Fall hier zu weit gezogen. Ich würde sagen, man macht das halt gleich hier so. Transport hat begonnen. So. Das ist halt hier ein bisschen schief, aber normalerweise würde ich jetzt halt darauf achten. Aber in diesem Fall kann man das einfach so mitnehmen. So. Ich glaube, das Gehege sollte schon reichen. Soll ja für ein sein. Strom hast natürlich jetzt da damit drin. Wird er schon hoffentlich nicht angreifen. So. Dann holen wir uns auch noch hier noch einen wieder. Einfach damit der sich nicht so. Also damit die halt zu dritt so weiterhin bleiben. Irgendwann wird einer sterben. Wissen wir ja jetzt schon. Den Tod können wir leider ja nicht verhindern. So, diese Zu macht das hier. Dann ist bald das soweit. Wir können ja mal eben schon mal gucken, was für Bedürfnisse haben die. Die wollen Wasser, Wald. Also keinen bestimmten Boden. Gut, geben wir denen Wasser und ein bisschen Wald. Das reicht ja dann schon. Bauen wir natürlich hier auch gleich einen Ausguck hin.
Das stimmt, da ist Wasser. Wasser brauchen die also ja eigentlich kaum noch, wenn ja schon Wasser da ist. Ziehen wir dann hier gleich noch ein bisschen rein. Sieht dann besser aus. Da wollte ich hin. Genau. Setzen wir den mal. Viel zu groß eigentlich. Beziehungsweise halt viel zu klein das Gehege. Jetzt haben wir natürlich noch einen Sturm. Alle Schutzräume offen. Wir haben noch genügend Geld, also. Den Sturm überstehen wir wieder. In der Zeit. Davis, bitte sich einmal ausruhen. Linda. Die Zug könnte noch ein bisschen arbeiten. Wenn die denn schon dabei ist. Ja, da fehlt noch ein Weg hin. Überleg gerade nur noch. Machen wir das so. Hat er auf jeden Fall einen Weg. Müssen die bis hier hinten hinlaufen. Und dann können die da rum. So, nehmen wir auf jeden Fall noch die mit. Hätte natürlich jetzt auch noch hier hinten einen Weg dorthin machen können. Aber die sollen erstmal in der Richtung. Damit die nicht sich nur die angucken, auch hier ein bisschen reingucken. Ich glaube, im Endeffekt ist es denen eh egal, was sie sich angucken. Sie sind glücklich, dass sie hier sein dürfen. So, hier ist schön Wald. Und auch noch der Fluss, der was hier reinkommt. Dann gucken wir doch mal. Setzen wir ihn doch schon mal rein. Und der wird gleich der Erste sein, der was halt irgendwelche Krankheiten hat. Ziege hier noch hin. Dann lassen wir doch mal eben die Zeit ein bisschen schneller gehen, damit der Sturm auch vorbei ist. Aber ich würde sagen, wie es denn hier weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Euch noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.